Die nächste Lüge sind Sport-BHs. Das sind in Wirklichkeit gar keine BHs. Das sind kleine Fallschirmspringergurte. Denn du bist in den Spiegel schauen und dir denken, boah, ich bin fett. Was muss ich machen? Mehr Sport. Was muss ich also kaufen? Mehr Sport-BHs. Und damit bekommen sie dich. Ich wünsche allen BH-Produzenten, dass sie ihr Handy verlieren, während es lautlos ist. Es ist immer lautlos. Und dann trete ich ihnen ins Gesicht. BHs sind teuer, keine Sorge, blutende Vulven auch. Ich liebe die Diskussion um Gratis-Tampons. Alle, die plötzlich Expertenwissen haben und sagen, ja, nimm doch einen pinken Handschuh, dann ist alles so hygienisch, haben plötzlich Expertenwissen, wie gesagt, und sagen, ja, aber was ist mit Toilettenpapier? Das könnte ja auch kostenlos sein. Klar, gerecht ist auch gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, aber kämpf du doch für dein Klopapier, Thorsten. Ich hoffe, du bekommst auf YouTube 2 Werbungen, die du nicht überspringen kannst, Thorsten. Und dann trete ich dir ins Gesicht.